Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden nicht kapitulieren. Wir müssen Verhandlungen aufnehmen. Ich wiederhole, meine Herren. Eine Kapitulation unterschreibe ich niemals. Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marschall Schukow auf. Marschall Schukow? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Dann muss ich sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation.